Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. I found myself in the middle of nowhere, where everybody running, I was so scared. In my heart was a pen and a paper. They say whatever I write will be read to me later. Tears in my eyes, cause this is so wonderful. I can never cry, cause this world is so beautiful. And someone told me Ramadan 2019. Es ist uns eine Ehre, euch verkünden zu dürfen, dass wir dieses Jahr in ganzen 9 Kriegs- und Krisengebieten eure Pakete verteilen werden. Es wird jedes Jahr 1 bis 2 Länder mehr. Ich hoffe, ich kann mir das alles noch merken. In Syrien, im Gazastreifen, in Somalia, in Mali, in Afghanistan, in Burma und es sind so viele Länder, wir werden es einblenden. Könnt ihr euch vorstellen, dass es Leute gibt, die keinen Palast besitzen, sondern nur ein kleines, brüchiges Haus auf heiligem Boden, aber auf dem Boden von Scham, zum Beispiel in Palästina, denen 2 Millionen Dollar angeboten wird, damit sie ihr kleines, brüchiges Haus verlassen und den Boden einem Siedler oder einer Siedlerfamilie überlassen. Und diese Bewohner, der vielleicht 60 Jahre dort gelebt hat, ein alter Mann aus unserer Umma, ein Opa, der sagt, nein, das ist Ardul Muslimin, das ist der Boden von uns Muslimen. Hier habe ich meine Kindheit verbracht. Ich verkaufe das nicht. Könnt ihr euch vorstellen, was in dem Kopf dieses Mannes abgeht? Was für ein... Ich kann nicht mal einfach sagen, was für ein Achi oder was für ein Ebi, sondern was für ein Stern, was für ein edler Typ, so ein Opa, der sagt einfach, nein, nicht mit mir, mach ich nicht, für kein Geld der Welt. Und dein Lebensmittelpaket erreicht ihn, dein Ramadan-Paket erreicht ihn, weil er hat nichts zu essen. نشكر مؤسسة أنصار الدولية على ما قدمته لنا لهذا الشعب المحاصر على ما قدمته لجمعية إسعاد الطفولة هذه الجمعية التي تقوم بتوصيل هذه المساعدات لهذه الأسر المنكوبة وهذه الأسر الفقيرة في فلسطين في غزة لشعب فلسطين لشعب غزة المحاصر لمدينة غزة. Er hat den Strom von dir, er trinkt das Wasser von dir, größte Wasser, einzigste intakte, moderne Wasseraufbereitungsanlage von Gaza, größte Stromprojekt von Gaza, größte Lebensmittelverteilung von Gaza. Eure Hilfe ist die größte Hilfe im Gazastreifen geworden. Nicht umsonst kommen diese ganzen Zeitungsartikel. Und dieser Mann, nicht ein Mann, hunderte dieser Männer, die sagen, nein, ich lasse mich nicht kaufen. Ich habe meine Ehre.
Ich habe meine Stärke. Ich bin unkäuflich. Dieser Mann hat Hunger. Und dein Ramadan-Paket erreicht. Ich bleib hier. Das ist meine Heimat. Das ist der Boden, wo Omar ibn al-Khattab lang gelaufen ist. Was will ich denn sonst wo? Und die aufgrund von deinem Ramadan-Paket. Das erste Mal seit Jahren keine Sorgen haben, wie sie um den Monat rumkommt. Das Dorf ist abgeschlossen. Von allem quasi. Die Leute hier haben verständlich keine Arbeit, keine Möglichkeiten, sich irgendetwas zu besorgen. Ob es Essen ist oder ob es irgendetwas anderes ist. Sie können nicht hier raus, sie können nicht in irgendwelche Großstädte, weil das ein Distrikt ist, der für Außenstehende eigentlich gar nicht betretbar sein darf. Und die kommen hier definitiv nicht raus. Auch wenn manchmal in den Kommentarspalten hier in Europa ein falsches Bild erzeugt wird, als gäbe es in Syrien keine Menschen mehr. Nein, da sind Millionen Menschen immer noch da. Trotz den Massenbombardements, trotz dem Kugelhagel und all den Gefahren. Habt ihr die Ramadan-Verteilung gesehen von Somalia? Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar. Habt ihr das gehört gerade? Warnschuss, subhanallah, gefährlich hier. Guckt euch das mal an, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Du kannst die Menge nicht stoppen. Kann man nicht, außer so kann man die nicht stoppen. Subhanallah, wir sind gerade vom Haupteingang rausgegangen. Ja? Und hier ist Hintereingang. Die Verteilung wird hinter dieser Mauer stattfinden. Das heißt, wir können auch nicht alle reinlassen. Dann haben die das rausgekriegt, dass wir hier die Leute hier reinlassen. Ja, die haben ja ihre Karten. Und dann kommen die alle von hier hinten rum, wollen diese Tür stürmen und die andere Tür stürmen. Die Witwen haben die Mauern gestürmt. Soldaten hatten Angst vom Ansturm der Bedürftigen. Schubsereien bis hin zu Schießereien. Und warum? Wegen eurer Lebensmittelpakete. Die schubsen sich ja nicht aus Spaß. Die schubsen sich aus purer Hungersnot. Aus purem Hunger. Aus Sorge um das Kind. Und jetzt können wir mit unserem Hochmut und mit unserer Arroganz sagen, oh, diese Leute haben ja gar kein System. Sie schubsen sich. Ich gebe dir eine Woche Lebensmittelknappheit und guck dir zu, was du machst in der Schlange bei Abi. Diejenigen, die wir speisen, sind die Bewohner in den Camps. Und wenn du mal zusammenzählst, wie viele Bewohner es zum Beispiel in einem Land wie Somalia gibt. Mogadischu hat 5 Millionen Einwohner, Kismayo vielleicht 4 Millionen. Insgesamt werden das ungefähr 20 Millionen sein. Aber 10 Millionen von denen leben im Zelt. Subhanallah, das ist die Hälfte des ganzen Landes. Die lebt im Zelt. Die hat keinen Strom. Da gibt es keinen Ackerbau mehr. Da ist 30 Jahre Bürgerkrieg. Jeden Tag Lebensgefahr. Drohnenkrieg. Da werden Menschen einfach so abgeballert von Drohnen. Keiner weiß, du hörst, du merkst nicht, wie sie kommen. Da gibt es keine Aussicht mehr auf Jobs. Da gibt es gar keine Hoffnung mehr auf irgendeinen Job. Es sei denn, da kommt ein Ansar international und baut da ein riesen Krankenhaus hin. Dann gibt es mal wieder 150 neue Jobs. Aber das sind 10 Millionen Menschen, die da im Zelt leben. Das sind nicht 150. Das ist ein super Anfang. Aber die brauchen Hilfe. Und gerade dann, wenn sie den ganzen Tag fasten. Subhanallah, diese Menschen fasten. Ich weiß nicht, ob wir in ihrer Situation so stark werden. Wallahi, diese Leute, wir sagen zu ihnen, Messakin, Bedürftige. Aber wir sind gleichzeitig
besser gehen. Weil wenn wir diese Leute sehen, ne, wir sind immer dort, on the ground, am Rumlaufen, verteilen. Wir lernen sie kennen. Starke Persönlichkeiten. Standhaft. Sie lachen noch. Wir laufen hier rum. Obwohl wir müssten lachen, grinsen. Die Sonne müsste aus unserem Mund heraus scheinen. Vielleicht geht die Anstrengung nur noch 3 Tage. Und du wirst dir wünschen, wäre ich zurückgekommen, hätte ich die Hälfte von meinem Gehalt gegeben. Hätte ich doch nur 1 Monat meines Lebens wie Abu Bakr, radiallahu anhu, wirklich mal richtig viel gegeben. Subhanallah. Mali, das ist der Mittelpunkt der Kolonisation, der Neokolonisation. Man klaut alle Bodenschätze von denen. Weltmächte aus allen Seiten streiten sich um sie. Sie sitzen in der Mitte und sind wie ein Hühnchen, das schon gerupft wurde, hat gar keine Feder mehr. Und da müssen wir kommen und ihnen wenigstens wieder helfen, wenigstens wieder speisen, wenigstens in diesem heiligen Monat. Fasten besteht aus so vielen Komponenten. Ist nicht nur nicht essen, nicht trinken. Dann ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat, aber dann könnte man auch ein Pferd in einen Stall stellen, nichts zu essen, nichts zu trinken geben und sagen, hat gefastet. Nein. Auch die Aufopferung, dass du dich opferst, dass du auch ein bisschen wie dieser Opa wirst und sagst, nein, jetzt esse ich nicht mehr so viel. Ich esse nicht mehr zu viel. Ich zeig's jetzt meinen eigenen Nefs, meinen eigenen Lust unterdrücke ich. Ich teile jetzt mehr diese Geizigkeit, diese Liebe zum Geld. Ich schaffe das jetzt ab. Ich verbinde mich in diesem Monat vielleicht zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig mit meinen Geschwistern. Stehen deine Geschwister in Syrien bei dir an erster Stelle? Von diesen Menschen jetzt hier, die heutzutage leben in der Dunja? Stehen die Unterdrückten deine Geschwister in Somalia, in Burma, in Afghanistan, in Niger, in Mali? Stehen die bei dir in erster Stelle? Stehen die bei euch ganz vorn? Seid ihr bereit zu opfern? Seid ihr bereit viel zu teilen? Oder seid ihr nur bereit mit eurem eigenen Sohn zu teilen, eure eigene Tochter, eure eigene Frau? Heißt es nicht, diese Umma ist ein Körper? Heißt es nicht, heißen diese Leute in Nigeria nicht Bruder? Heißen die nicht Schwester? Ist das nicht etwas, was wir beweisen müssen? Oder doch? Neben der ganzen Ermahnung, im letzten Jahr habt ihr 1,1 Millionen Menschen gespeist. 1,1 Millionen Iftar-Speisungen zum Fastenbrechen habt ihr erreicht. Und das war wahnsinnig. Ihr habt ganze Jubelstürme ausgelöst bei den Bedürftigen. In 8 Ländern. Und dieses Jahr habt ihr die Chance, das in 9 Ländern gleich zu tun oder vielleicht sogar noch zu steigern. Es würde uns natürlich sehr, sehr, sehr freuen, wenn wir das steigern könnten. Wir wären aber auch zufrieden, wenn wir so eine tolle Zahl von 1,1 Millionen noch einmal beibehalten könnten. Der Druck auf uns wird natürlich nicht kleiner, weil die Bedürftigen, die gewöhnen sich dran, dass in ihrem Gebiet so eine große Ladung kommt. Wie zum Beispiel in Somalia. Wenn das am Anfang einen Tag später kommt, ne? Die haben Angst. Die rufen uns an, die schreiben uns an, die sagen, kann es sein, dass dieses Jahr nicht so viel kommt? Die haben Angst durchzukommen über den Monat zu Panama. Ihr seid in vielen Gebieten dadurch erhöht worden. Allah subhanahu wa ta'ala hat euch zu einem der Hauptversorger gemacht. Und er ist Ar-Razzaq, der Einzige, der euch dafür bestimmen kann. Subhanallah. Ihr seid Teil von Ansar International. Ihr seid Teil von unserem Team. Der viel spendet und dadurch viel Opfer bringt, eine hohe Summe verdient gut. Derjenige, der eine kleine Summe spendet, aber der wenig Geld hat, der sich angestrengt hat dafür. Ihr seid ein Teil von Ansar International. Ihr seht uns. Wir sind nur eure Dienstleister. Ihr seid die Auftraggeber. Ohne euch würde das alles nicht stattfinden. Du kannst bei Allah ein Held sein. Du kannst bei Allah eine Heldin sein. Sei nicht zufrieden mit nichts. Sag ja, ihr Rechtschaffenden, ich komme. Ich versuche Großes zu schaffen. Ich komme. Ich werde da stehen. An Yawm al-Qiyamah. Ich werde versuchen zu konkurrieren mit den Besten. Barakallahu fik. Ihr seid
Säcke mal auf Feldern. Bau deinen Palast, bau deinen Palast. Guck's dir an. So ist ein Palast in der Dunja. Guck dir das an. Das ist ein Palast in der Dunja. In all seiner Pracht. Wie ist der Palast im Paradies? Allahu Akbar. Allahu Akbar. So I'll make use of these days, I'll make use of these days so well. Marhaban, Ramadan, Habibi, Ramadan. The days I hear again. Marhaban, Ramadan, Habibi, Ramadan. Alhamdulillah, that these days are my life. I'll pray all days and nights, so I'll make use of these days, I'll make use of these days so well.